Mahlzeit und herzlich willkommen zu dieser Bauchjuss-Sendung, in der ich gerade einigen von euch einfach den Gefallen tun möchte, nochmal ein Video zu machen, weil sich doch einige jetzt erkundigt haben, wo ich denn verblieben bin und wie es mir so geht und bla. Und es ist einiges passiert. Das Erste, was ich ansprechen möchte, ist das Chabu von dem Koray von dem Kanal German Knowledge, das ich mir bestellt habe. Und das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das bestellt habe. Ich habe ein solches Fläschchen. Ich hab extra den letzten Rest jetzt hier drin gelassen, damit ich den jetzt gleich noch hier nehmen kann. Der erste Schluck, den ich dieser Flasche entnommen habe, das ist jetzt, wir haben heute Donnerstag und letzte Woche Dienstag, also vor 9 Tagen. Und dazu muss ich sagen, dass ich die 2 Tage davor, dass es mir richtig scheiße ging. So richtig psychisch scheiße. Ich war richtig schwer depressiv, traurig. Ich hätte den ganzen Tag heulen können, ohne überhaupt zu wissen, warum. Und es ging mir einfach mies. Und dann kam am Dienstag, die Post mit diesem Elixier, möchte ich es nennen. Kann ich auch mal kurz auf die Inhaltsstoffe eingehen. Sibirischer Bio-Chaga-Pilz, Bio- und Sterblichkeitskraut, Jaulan, wie man das ausspricht, St. Leonards Quellwasser, Bio-Tamarindenpaste, Bio-Spirulina, 99 Bio-Borax, Ormus, monoatomisches Gold. Ormus finde ich ja immer noch total geil, weil das Schiff, das Boot, was ich vor 2014 fast bekommen hätte, Ormus hieß. Und am Dienstagabend habe ich das genommen, wo es mir eigentlich den ganzen Tag über total scheiße ging. Und ich fand bemerkenswert, wie sich innerhalb von 10 Minuten meine Stimmung gewandelt hat und ins absolute Gegenextrem umgeschlagen ist. Ich war regelrecht hyper. Und dabei hatte ich noch den Fehler gemacht, das nicht aufzuschütteln, hab's zu spät gemerkt, sodass ich das, was sich hier unten immer absetzt, gar nicht mit drin hatte. Seitdem war das nicht mehr so extrem, wie ich es empfunden hatte. Auf jeden Fall geht es mir aber seitdem viel besser. Und seitdem habe ich quasi so jeden Tag so ein Schlückchen nach Gefühl aus dieser Flasche genommen. Ich glaube, ich hatte mal einen Tag keinen Schluck genommen. Ich nehme jetzt hier den letzten raus. Also wie gesagt, schüttel das alles noch so ein bisschen auf, damit das hier... So, und der Geschmack, also ich würde es nicht als Getränk verkaufen. Also nicht als, es ist vergleichbar mit einem nicht gezuckerten Tee, eigentlich. Kräftig, ein bisschen bitter. Aber seitdem ich das habe, träume ich definitiv anders. Also ich bin sowieso einer, der schon sehr lange sehr klar träumt. Vor allen Dingen, seitdem ich dieses "Das ist ein Traum"-Tattoo habe, was halt eben für mich eine ganz bestimmte, ne, das ist einfach eine Technik. Das habe ich mir drauf tätowiert und dann habe ich da 3 Tage immer wieder angeguckt und so, das ist ein Traum, das ist ein Traum,
Das ist dein Traum. Bis das sich in meine Träume mit reingezogen hatte und ich im Traum da stand, das ist ein Traum. Bumm. Seitdem nutze ich meine Träume zum Beispiel sehr häufig, wenn ich hier in diesem Traum Probleme habe und nicht weiter weiß, gehe ich in andere Realitäten und träume da und komme teilweise mit den Lösungen für meine Probleme hier aus den anderen Realitäten zurück. Die letzten Nächte war es kurioserweise so, dass ich, kenne ich auch, Träume habe, aus denen ich mehrfach in der Nacht aufwache und merke, dass etwas, was im Traum totalen Sinn ergeben hat, hier für mich gerade nicht greifbar ist, in diesem Traum. Also das, also, und immer weniger dann bis zum Morgen wird. Und morgen kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass ich letzte Nacht was hatte, das kann ich gar nicht erzählen. Das ist, es, ja, das, weil man es nicht erzählen kann, weil es keinen Zusammenhang ergibt, wenn man nicht einen Zusammenhang reinbekommt. Das sind ja Sachen, die ich gerade jetzt einfach noch beobachte. Es macht auf jeden Fall sehr was mit meinem Traum. Und was auch seit Samstag der Fall ist, ist, ich hab am Samstag meine letzte Zigarette geraucht. Und das gar nicht mal, also ich habe mir nicht die letzte Zigarette angesteckt und habe gesagt, so, ich rauche mir jetzt die letzte Zigarette, sondern ich hatte irgendwann eine Zigarette geraucht. Und bevor ich mir die nächste angemacht habe, habe ich gesagt, das war's jetzt. Du willst eigentlich seit Jahren damit aufhören, mach's jetzt einfach. Und irgendwie hatte ich die innere Stärke, bis hier das durchzuziehen. Und es ist nicht einfach. Und vor allen Dingen habe ich seitdem, also Nikotin ist ein Nervengift und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich seit Samstag wieder ein bisschen mehr mit meinem Trigeminus zu tun hatte, habe, was vorher so gut wie weg war. Nach wie vor komme ich allerdings ohne Schmerzmittel aus. Ich habe immer noch mein letztes Kärtchen Ibu mit zwei Ibus hier liegen. Die liegen hier seit meinem Geburtstag untouched. Was da aber halt eben extrem beigeholfen hat, weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt hatte, egal, mache ich jetzt einfach nochmal, das ist die Akupressur. Und ich habe ja irgendwie letztens mal rausgefunden, dass meine Massagetechnik, die ich mir seit 2012, 13 aneigne und immer weiter verfeinere, dass das eigentlich Akupressur ist. Also wer sich mal von mir hat massieren lassen, der weiß, dass ich anders massiere als üblich. Und was mir dann halt eben auch sehr geholfen hat, war ein Akupressurstift, den ich zwar nur ausgeliehen war und aus Bergkristall und mir aber die Möglichkeit gegeben hat, die Dinge einfach selber zu machen. Seitdem, wir haben eine Drechselbank hier, ne? Und ja, das hilft mir einfach extrem, entsprechend Druckpunkte zu finden. Und dann so ungefähr 20, 30 Sekunden drauf zu halten. Und das halt eben mit einem Druck, den ich mit meinen Fingern kaum aufgebracht bekomme. Ich hatte zwischendurch mal einmal einen Rückfall, wo wir unterwegs waren zur Müllkippe. Und kurz vor der Müllkippe ich so richtig wieder eins in die Fresse gekriegt habe. Das war so richtig heftig. Und ich habe mich so verflucht, dass ich meinen Stick nicht dabei hatte. Also ich mache jetzt, ich habe schon auch zwei verschenkt und macht halt Spaß, die zu machen. Und noch viel geiler ist, sie halt anzuwenden. Ich kann entweder mit dem stumpfen Ende oder halt eben mit dem spitzeren Ende
entsprechend Druck aufbauen. So, jetzt im Moment ist es hier. Es ist gar nicht mehr hier oben. Im Moment ist es hier. Und das ist seit Samstag, seitdem ich aufgehört habe zu rauchen. Und das Nikotin fehlt. Was für mich kein Grund ist, damit wieder anzufangen, sondern ich habe gelernt, dass ich den Schmerz wegdrücken kann, effektiv, und mache natürlich jetzt das einfach wieder, bis er wieder weg ist. Wahrscheinlich hat es aber auch damit immer noch zu tun, spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen rein, dass ich halt, dass meine Zahnbehandlung, die ich angefangen hatte, jetzt im Moment gerade auf Eis liegt, weil ich ja keine Krankenversicherung habe und sie quasi selbst bezahlen muss. Und damit zu einem anderen Problem komme, das ich hier gerade habe, wo ich gerade bin, wo ich wahrscheinlich eher nicht mehr lange bin gerade. Auf jeden Fall gerade mal für eine Weile weggehe. Weil ich hier kein Geld verdienen kann. Ich wohne hier zwar für 70 Euro im Monat Pacht, es bringt mir aber gar nichts, wenn ich halt eben nirgendwo hin kann und nirgendwo Geld verdienen kann. Und meine Aufträge, Malaufträge oder sonst oder was durch die Bücher reinkommt, das reicht im Moment einfach überhaupt nicht. Und erst recht nicht für eine Zahnbehandlung, die mich jetzt wahrscheinlich nochmal, bis ich fertig bin, einen Tausender kosten wird. Das heißt, ich bin gerade auf der Suche nach einem anderen Ort, an dem ich mich nützlich machen kann und eventuell halt eben ein bisschen flexibler bin, wo vielleicht auch ein Fahrzeug zur Verfügung steht. Ein Fahrzeug würde für mich hier auch alles ändern, wenn ich ein Fahrzeug hätte und dann halt eben irgendwo hinfahren könnte, wo ich tätowieren zum Beispiel kann. Ist aber halt gerade nicht. Habe ich nicht. Und alles andere ist auch nicht. Also gucken wir einfach, wie es sich ergibt. Irgendeine Lösung wird es ja mal geben. So. Und ja, damit sind eigentlich die drei Sachen angesprochen, die ich erzählen wollte. Das Chabu, meine Akupressur-Sticks. Wenn einer einen kaufen möchte, Bescheid geben. Ich, wie gesagt, bis jetzt habe ich sie die ganze Zeit verschenkt und ich weiß auch noch nicht mal, was ich dafür überhaupt verlangen soll. Das ist für mich keine Arbeit, die zu machen, sondern es macht halt Spaß. Ja. Ne, ich mache hier eine Drehbank und dann entweder kommen sie dann so da raus, das ist so, ne, das kann man an der Drehbank machen, oder ich schnitze halt noch was dran rum, dann kommen solche Sachen dabei raus. Vielleicht hat ja jemand einen Spezialwunsch und schickt mir einfach auf mein Konto einen Betrag, wo ich dann sage, so, dafür kriegst du auf jeden Fall einen Stick. Oder auch vielleicht sogar auf Wunsch. Das fand ich übrigens total geil. In dem Päckchen vom Koray war noch so ein Säckchen mit drei kleinen Edelsteinen. Und ich hatte vorher nach Edelsteinchen gesucht, weil ich sie mit in diese Sticks, weil ich nenne sie auch einfach mal meine Zauberstäbe. Ne, und die Zauberstäbe von dem Ollivander zum Beispiel. Der Ollivander ist Zauberstabhändler. Gregorowitsch war der Zauberstabmacher, ne, bei Harry Potter. Das ist ja immer Holz mit irgendwas anderem. Ne? Und dann habe ich mal gedacht, oh, ja, wow, Holz mit irgendwas anderem. Guck mal, was wir da noch reingearbeitet bekommen. Und dann kam halt eben die Idee, da halt Edelsteine mit reinzuarbeiten. Und ich habe keine gefunden. Das war ein Tag vorher. Vielleicht ging es mal deswegen so scheiße, weil ich keine Edelsteine gefunden habe. Jedenfalls kommt das Paket. Und Koray sagte noch, es müsste eigentlich eine Beschreibung, eine Bedienungsanleitung dabei gewesen sein. Da habe ich gesagt, nee, hast du irgendwie vergessen reinzupacken. Aber dafür waren drei Edelsteine drin, mit denen ich halt nicht gerechnet habe, die dann einfach da waren. Ja, komm in den nächsten Stick mit rein. Ja, das und ja, dass ich mir im Moment gerade einen anderen Ort suche, wo ich bleiben kann, mich sinnvoll einbringen kann, damit eventuell auch einfach Kost und Logis durch meine
Mitarbeit einfach wieder auch, wie ich das hier auch mal hatte, ist aber halt im Moment jetzt einfach nicht mehr gegeben. Keine Ahnung. Bin ein bisschen durch den Wind heute und habe immer so für Zunge ein Haar oder so. Ja, ein Haar, ein Barthaar. Ja. Und ja, wollte das einfach nur mal gerade irgendwie, weil einige gefragt hatten, wie es mir denn so geht. Ach, und noch was kann ich hier gerade. Ich habe halt, wie einige vielleicht auch mitbekommen haben, mein Facebook und mein Instagram reaktiviert, aber werde es definitiv nicht mehr so nutzen wie vorher. Das heißt, die Instagram-App habe ich auf dem Handy, weil ich nur vom Handy von der App aus Bilder hochladen kann. Aber die Facebook-App kommt mir zum Beispiel nicht aufs Handy. Und ich bin zwischendurch mal kurz da drin, um mal zu checken oder was explizit zu suchen. Das war so der Hauptgrund, aber es war halt vor allen Dingen auch irgendwie wieder, ja, keine Ahnung, ich habe mich halt eben einfach aus knapp 90% sämtlicher meiner Kontakte beschnitten und das ist natürlich irgendwie, wenn man Hilfe braucht, ein bisschen doof, ne? Ich will aber trotzdem nicht wieder Gefahr laufen, die ganze Zeit mit diesem Müll zugespammt zu werden. Also gehe ich das jetzt einfach mal ganz vorsichtig an und bewege mich da auch ganz vorsichtig drin. Ich habe die Startseite bisher noch nicht einmal aufgerufen, aber war zum Beispiel in Gruppen drin und habe nach Angeboten für Urlaub gegen Hand gesucht, zum Beispiel. Ja. Also nur für die, die sich dann demnächst wundern, dass ich doch wieder bei Facebook bin. Ja, ich bin wieder bei Facebook, aber ganz anders als vorher auf jeden Fall. Und wünsche euch den Frieden und sag einfach mal bis nächstes Mal. Tschüss.